So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Das ist immer wieder 17. Bundesligaspieltag gegen einen, ja, eigentlich vermeintlich schwächeren Gegner, ne? Platz 10, TSG 1899 Hoffenheim. Jetzt nicht die ganz, ganz große Hausnummer, aber gerade solche Partien sind ja immer gefährlich. Möglich ist der Sieg. Aufpassen trotzdem und Konzi. So, versuchen wir das mal alles schön hier auf die Bühne zu bringen und uns souverän und dominant zu präsentieren. Momentan Tabellenzweiter, da können wir kurz reingehen in die Tabellenübersicht für alle diejenigen, die es verpasst haben. Und ihr seht, Tabellenzweiter als Pokalsieger, kurz hinter Leverkusen. Also, das heißt wirklich, gerade gegen solche Gegner, da muss man sich manchmal noch ein wenig mehr konzentrieren und anstrengen, als es vielleicht mitspielende Mannschaften sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass Hoffenheim defensiv spielt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Häufig lässt man hier ganz gerne mal Punkte liegen. Muss man ja nicht, wenn man sie auch mitnehmen kann. In Ordnung. Auswärts ist sowieso immer eine schwierige Angelegenheit. Schnellhardt hat den Ball im Halbfeld und schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen. Kempf will zum Ball gehen, aber nach einem Zuruf von Ballers lässt er den Ball passieren. Kann nicht mehr eingreifen, das Leder landet im Tor aus. Na Gott sei Dank, Volland mit der ersten Riesenmöglichkeit. Die Noten sind bescheiden in der ersten Halbzeit bis dato. Und auch unsere Chance geht flach am Tor vorbei. In Ordnung. Wir haben in der letzten Woche uns ein bisschen umgeschaut. Es ist der eine oder andere Transfer noch möglich. Oh... Einen herrlich vorgetragenen Angriff. Der Hoffenheimer verwehrt Riedmüller die Kröning. Boah, er findet im Keeper seinen Meister. Ja, sah er zuletzt nicht so gut aus im Spiel gegen Dortmund. Der gute Maxi. Sololauf von Aktogan durch die Hoffenheimer Abwehr. Daniel Schwab kann zunächst klären, doch der Ball kommt wieder zu Ono Aktogan, der nicht lange fackelt und zum 0:1 trifft in der 33. Minute sein 7. Saisontor. Oh, nur Fußballgott, er trifft mal wieder. Und immer dann, wenn es ganz, ganz wichtig ist, wenn es nicht so läuft, ganz wichtig, wurschelt sich im Strafraum da irgendwie durch. Oh mein Gott, greift nicht richtig ein und Entner fälscht den Ball noch etwas ab, sodass dieser zum 0:2 hoppelt. Doppelpack von Onur innerhalb von 2 Minuten. Was ist denn jetzt los? Der dreht da vollkommen am Rad. Wunderbar, lupenreiner Hattrick bitte. Na, dann gehen wir erstmal ganz geschillt in die Halbzeitpause. Wie geil ist das denn? Sehr gut. Und genau er ist, glaube ich, derjenige, der sich das wirklich zu Herzen nimmt, was ich sage. Na gut, wir spielen ja jetzt auch schon 10 Jahre zusammengefühlt. Ne? Also Onur und meine Wenigkeit als Trainer, respektive als Manager, da hat man schon viel zusammen erlebt und gemacht und getan. Es ist klar, wenn nicht er mich versteht, wer denn sonst? Ne? Gut, Spielergespräche. Gucken wir mal weiter. Wir versuchen auch mal hier zu motivieren. Jungs, nicht den Sand in den Kopf reinstecken, sondern vielleicht etwas mehr den Riemen am Reißen hindern. Ja. So ist das, Leute. So ist das bei uns Kaputten. So, hier ist heute mehr drin. Das sagen wir. Und dann lassen wir es rocken in der zweiten. Alle aufwärmen, aber das ist wichtig. Das wäre ein wunderbarer Saisonabschluss, Hinrundenabschluss, wenn wir hier wirklich 3 Punkte aus Hoffenheim mitnehmen würden. Kiel kontert jetzt, aber zu umständlich. Letztlich schießt Smolly weit am Kasten vorbei. Zweite Halbzeit, wir gehen rein. Voll Konzi bitte. Benga wird von Aktogan erneut zu einer tollen Parade gezwungen. Boah, ist der heiß, der Aktogan. Ist der heiß. Und dann wird der Eismann kommt ja erst noch. Der Coole. Der Coole kommt doch erst noch. Jetzt, gleich, nach dem Angriff. Was ist denn das für ein Angriff hier? Ecke von links. Pele Brinkmann. Aktogan und Velasquez steigen zum Kopfball hoch, aber kann sich durchsetzen. Benga muss nicht eingreifen. Josipovic raus. Eismann rein. 52. Minute. Es wird nochmal etwas kühler. Die Norddeutschen sind unterwegs. Alles klar. Jordi Eismann mit an Bord jetzt. Der will sicherlich auch noch ein bisschen draufsetzen auf seine gute Quote.
Deli läuft sich auf links frei und flankt dann zu Aktogan. Doch Benga kommt aus dem Tor und pflückt den hohen Ball sicher herunter. Aktogan mit 1,0. Wenn er das irgendwie behalten kann, wäre das der Hammer. Jetzt schon 1,5, ja. Chance für Hoffenheim. Entlastungsangriff. Kempf kann einen Schussversuch von Schnellhardt aus gut 30 Metern erfolgreich abblocken. Der fleißige Innenverteidiger hat aber danach auch ordentliche Schmerzen. 63, 64, muss ein bisschen aufpassen jetzt gleich. Würde ganz gerne in der 67. noch auswechseln. Na komm, dann machen wir es jetzt. Wegen 2 Minuten mehr oder weniger macht es den Bock auch nicht fett. Jackson, natürlich. Wer sonst? Jackson. Zuletzt sehr, sehr auffällig, sehr, sehr stark. Würde ich ganz gerne wieder mit ins Team boxieren. Die Noten sind sehr gut. Durchgängig, ich sehe da 2 und 3. Wirklich sonst kein Ausfall bis dato. Das passt. Fällt mir. Und jetzt rufe ich rein. Weiter so, Jungs. Weiter so. Das gefällt mir. Das ist Fußball, wie wir uns den vorstellen. Ein solider, bis jetzt muss man sagen, solider Auftritt der Kieler. Unserer Kieler, selbstverständlich. Und dann gucken wir mal, was wir in der... Was haben wir denn noch? Oh, eine Idee habe ich noch. Eismann nur eine 4. Könnte er aber schnell mit einem Tor... Wir haben die jetzt ausgewechselt. Smolov links außen für Roland links außen. Okay, jetzt aufgepasst. Jackson mit einem Steilpass auf Aktogan, doch der startet erst gar nicht. Ah, schade. Hat er keine Lust gehabt, oder was? Smolly nehme ich noch und Aspas. Ein wenig Einsatzzeit noch. So, man hätte auch Masching bringen können, hat auch eine sehr, sehr gute Form, aber da haben wir ja noch ein Pokalspiel offen. So, wie sieht's aus, Jungs? Marco Kall mag vermutlich gar nicht mehr hinsehen. Wer ist Marco Kall? Achso, der Trainer von Hoffenheim. Und zum Schluss nochmal Konzentration. Letzte Ansage. Eine Minute Nachspielzeit. Jackson mit einer 5 heute. Ach, schade, Mensch. Hätte ich ja mehr gegönnt. Aber ja, es ist halt das, die junge Spieler, ne? Nicht immer so die. Nochmal eine Riesenmöglichkeit. Eismann taucht plötzlich eine auf und. Ja, jawohl, Eismann macht noch ein Tor. In der 90. oder? Ja, wunderbar. Hat er auch eine gute Note. Ja, warum denn nicht, ne? Der Iceman immer noch mal zum Schluss. Der kann immer noch mal einen draufsetzen. Perfekt. 3:0. So muss das aussehen, meiner Meinung nach. So muss das aussehen. Schade, dass Jackson so ein bisschen untergegangen ist. Konnte sich diesmal nicht beweisen. Da waren die letzten Ergebnisse auch einfach zu gut. Also ein bisschen über seine Form gespielt. Aber es ist schon in Ordnung. Ist schon vollkommen in Ordnung. Ich gehe da vollkommen mit. Ein souveräner 3:0-Sieg gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Aber wie ich gesagt habe, auch da muss man natürlich höllisch aufpassen. Das sind nämlich diese ganz, ganz wichtigen Arbeitssiege. Und das haben wir wieder gut gemacht. Das haben wir perfekt gemacht. Besser geht's eigentlich gar nicht. Ein solides 3:0. Top-Leistung. Und Leverkusen spielt nur unentschieden. Das heißt, wir sind jetzt sogar an 2 Punkte rangerückt. Hamburg verliert. 3 Punkte haben wir jetzt Abstand zum Hamburger SV. Schalke gewinnt. Bayern nur unentschieden. Also die größten Konkurrenten eigentlich oder die größten Anwärter auf den Meistertitel kacken so richtig schön ab und hängen in den Europa-League-Plätzen fest zusammen mit Dortmund. Ja, Leute, 33 Punkte. Das kann sich sehen lassen, würde ich mal behaupten. Das war jetzt ein souveräner Saison- oder Hinrundenabschluss, den wir da hingelegt haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, ne? Ich erinnere euch noch so ein bisschen. Aber als wir es geschafft haben, diesen großen Scheißebrocken, der uns am Hacken hing, als wir den wirklich abgeschmiert hatten, irgendwo haben wir ihn hingeschmiert. Ja, ich weiß wo. In Leverkusen. Da haben wir ihn hingeschmiert. Ja, seitdem läuft's. Wirklich sehr, sehr schön. In Ordnung. So. Statistik, gehen wir noch rein. Keiner von uns dabei. Aktogan mit 2 Buden, das passt soweit. Beste Spieler, ich denke mal Jordi. Boah, 4 Punkte Abstand schon zu Tobias Rick. Und Dost und Ponja Palo. Alles klar, das passt soweit. Herbstmeister, yo, Leverkusen, mal wieder. Also wie hier, 15-16. Da sind sie Meister geworden. Alles klar. So, da würde ich sagen, wenn alles so gut läuft, dann machen wir nämlich Folgendes. Und zwar gehen wir ganz, ganz entspannt in den Pokal gegen, ja, mal wieder
einen doch relativ einfachen Gegner, habe ich das Gefühl. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Er ist ja, achso, er ist ja 1860, denn wir wollten ja den Stürmer, ne? Eine große Zukunft haben, muss aber. Oh! 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 1,8 Millionen Grundgehalt. Oh! Das sprengt ja alles. Das sprengt ja unsere zweite Mannschaft. Das kann ich nicht machen. Ich kann keinen für 1,2 Millionen da reinholen, wenn die anderen in der ersten Mannschaft auch 2 Millionen verdienen. Das geht nicht. So. Aber was wir machen werden ist, wir werden Folgendes machen. Wir werden versuchen, Verträge hier ein bisschen die Gehälter anzuheben. Aktogan, Aktion. Vorstand wieder. Was hat der Vorstand eigentlich für ein Problem mit unseren Gehältern? Kann man das einmal mal erklären? Aspas, Masching. Ah ja, beim Masching geht's zum Glück. Kommen wir da mal auf 1 Million. Das wäre dann, denke ich, schon mal in Ordnung. Wo ist Masching jetzt hin? Da ist er. Jetzt geht nicht mehr. Fast 1 Million. Okay. Ballas. Als alter Haudegen. Der kann auch ein bisschen mehr verdienen. Kommt auch nicht höher. Fink. Der darf nicht. Öscharak, Josipovic. Wir haben die wirklich, glaube ich, am absoluten Maximum gehoben. Die Eismann. Auch nicht. Mehr geht nicht. Aber wir haben doch mit Abstand die günstigsten Transfers. Transfers meine ich nicht, sondern Gehälter. Was die erste Liga angeht. Und mit diesen Gehältern rocken wir die Liga. Aber das hat wieder sowas, ne? Das war wirklich sukzessive, habe ich das ja halt auch forciert, ne? Immer halt wirklich die Gehälter niedrig zu halten. Auch beim Einkauf, ne? Dass man immer Spieler geholt hat, die nicht das Gefüge so auseinandergerissen haben. Das hätten wir alle schon hochheben müssen, klar. Wahnsinn. Aber der Vorstand untersagt uns weitere Gehaltserhöhungen. Wie sieht's aus? Transfermarkt. Verhandlungsstatus, ganz wichtig. Bonera. Transfervorbereitung. Jo. Geht es jetzt? Wo ist er? Da. Jo. So. Ganz wichtig. In weite Ferne gerückt. Ich würde ganz gerne nochmal nachlegen, wenn es für euch in Ordnung ist. 11 Millionen habe ich geboten. Mache ich gerne 15 draus. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Aber sonst haben wir ja keine größer oder großartigeren Spieler mehr gesehen. So, alles klar. 11 hatten wir geboten. Wir machen 15 draus. Das Doppelte. Läuft. Und weil wir eben noch schnell die Transfervorbereitung gemacht haben, ich habe es natürlich äußerst positiv registriert, wie intensiv sie sich in der Vergangenheit mit mir befasst haben. Ja, System rockt, würde ich sagen. So, 1,9 Millionen ist vollkommen in Ordnung. Solide Auflaufprämie. Dann haben wir noch eine Einlaufprämie und eine Durchlaufprämie. Dreieinhalb, 3.000. Jo, von mir aus. Das gebe ich immer mit, ne? Es gibt einen kleinen Obolus. Aber da wir das Gehalt auch schon angehoben haben, beim 4-Jahres-Vertrag. Einige Male spielen, wir hätten ruhig regelmäßig Spiel machen können. 19 Jahre jung. Jetzt Gespräche mit Marco Bonera. 15 Millionen Euro. Ja, ich habe ein bisschen mehr jetzt genommen, ne? Warum nicht? Damit das Ding jetzt hier auch schön sauber und souverän über die Bühne geht. Das würde nochmal ein richtig schönes Ausrufezeichen in die Liga setzen, wenn wir zum Winter hin transferieren. Oh. Ein Nationalspieler. So, ablösefrei. Von mir aus. In Ordnung.
So, da haben wir es. Rangliste des Fußballs, sehr interessant. Wo ist denn unser Keeper? Maxi ist gar nicht mehr drin. Bin ich traurig. Innenverteidiger, die besten. Heckmann, Uafero, dann erst Kempf. Er hätte ja am liebsten auch schon bei internationale Klasse in Troe gesehen oder sowas, aber ihr seht es ja selber, ne? Oh, David Oberli, die besten, Außenbahn, Defensiv, Rangliste, Außenbahn, Offensiv, da bringen wir ja ein bisschen was mit. Brinkmann haben wir da und Daly im Blickfeld und, aber so richtig Weltklasse ist schon lange nichts mehr hier. Da, Toni Kroos ist der einzige OM, oh ja, Halimi. Halimi. Becher Beste. Sehr geil, oder? Okay. Ja, aber viel mehr ist jetzt hier auch nicht. Ich sehe auch nichts mit Potenzial. Cellini, außer Cellini hier. 24, Köln. Oh, M69 ist mir ein bisschen zu mager. Das ist zu mager, das hilft auch keinem weiter. Ja, hier. Mann, den haben wir auch schon 10.000 Mal auf der Liste gehabt. Keine Chance. Aber warum ich doch den haben wollte, der hat so gute Freistoßwerte auch. Also ich finde den super. Oh! Da haben wir unseren Weltklasse-Stürmer, Leute. Wie geil ist das denn? Ja, da sind wir auch gut aufgestellt, ne? Also was der auch runterfeilt, ist auch nicht normal. Wir haben den ablösefrei geholt. Das ist so eine Geschichte wie der Lewandowski. Ablösefrei. Und der schießt alles kaputt. Der schießt alles kaputt. Saugeil. Saugeil. Aber wir haben das ja vorher schon beobachtet, ne? So ist es ja nicht. Ich sag's ja ständig. Wir haben das ja die ganze Zeit schon beobachtet. So, Turo 1880 Düsseldorf. Meine Güte. Verein ist älter als Deutschland. Läuft. Borussia Dortmund, FC Erzgebirge Aue. Das ist machbar, ne? Hamburg Pauli. Das ist ein geiles Match. 1860 Wolfsburg. Passt auf. Die Bayern spielen. Die Bayern sind raus. Es ist noch keinem aufgefallen, dass die Bayern schon wieder raus sind. Hamburg, Pauli, genau, haben wir gesehen. Rot-Weiß Essen, Gladbach, Hannover, Hoffenheim. Leverkusen, Rostock. Schön wäre es, wenn Darmstadt immer drin gewesen wäre. Das wäre der Hammer gewesen. So, checken wir noch die Nachrichten fix. Na, aber schon Winterpause, Leute. Wer hätte das gedacht? Angebot für Wolter. Den wollen wir ja nicht verkaufen. Kann ich mal direkt ablehnen. Ehrlich abgelehnt. Kohler auf Transferliste. Henning, Hüting. Akzeptiert Angebot. Ja, okay, aber er hat noch nicht zugeschlagen. Mist. Kriegen wir nicht mehr jetzt in der Folge über die Bühne, aber macht nichts. Wie sieht's aus? Müssen wir jemanden auswechseln, einwechseln, umwechseln, vorwechseln, hinterwechseln? Nö, würde sagen, Eismann dann ganz solide in der zweiten Halbzeit, ne? So ein bisschen wieder für Aufsehen. Ey, wir können ja Mushing auf jeden Fall mal reinbringen. Top Fitness rockt. Lejeune ist wieder fit. Ja, würde ich auch ganz gerne einsetzen. Für Fiegel. Fiegel. Aspas kann auch mal pausieren. So, Trouet. Ja. Keine Worte. Eine Stärke wie ein Topstar, aber irgendwie überhaupt nicht in der Form. Wir gucken mal gerade mal bei den Leistungen. Da kann man es auch wirklich beweisen, glaube ich. Troué, schlechtester Spieler mit am meisten Einsätzen. Ich sag's ja, es ist ja nicht so, dass ich das nur sage, sondern es fällt ja auch auf. Ne? Es ist ja auffällig. Da seht ihr es, schwarz auf weiß. Durchschnittsnote. Alles klar. Haben wir eine gute Einschätzung gehabt. Habe ich das nicht nur geträumt. Gut, in Ordnung, Leute. Also, rein geht's gegen Düsseldorf. Machen wir gar keinen großen Aufriss, Mann. Kurz vor Weihnachten ballern wir uns erstmal in die nächste Pokalrunde und dann geht's in die Winterpause. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Bergi.